Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind in so einem düsteren Wald. Aber die Frage ist, wo beginnt der? Warte mal, können wir vielleicht da oben? Nebel. Ja, wir sind in der letzten Folge ein bisschen in Hyrule rumgerannt. Oder in dem, was man so als Hyrule bezeichnen würde. Hier bei Smash. Ja, und kämpfen jetzt uns hier quasi gegen diese schlechtesten Eulenweissagungen der Welt durch. Ich hasse diese Nebelsachen. So, das war Nummer 1. Guck mal, was man so mit einem Boomerang im Nebel alles erreichen kann, ne? Unglaublich. Was möchtest du uns sagen? Zum Mut weist dir ein Mädchen, welches ihrer Freunde harrt. Ihr seid die schlechtesten Ratgeber aller Zeiten, wisst ihr das? Okay, was haben wir hier? Meister L. Da ist Celebi und hier ist eine Brücke, über die wir aber schon rübergehen können. Hallo. 5000 Geisterpunkte. Woodman. Smeralda. Gut, ein Ausdauer-Smash. Kriegen wir hin. Bam. So sieht ein glücklicher Stein aus. Was ich auch irgendwie sehr verstörend finde, ist, dass aus den Blättern hinten so ein Raketenantrieb kommt, ne? Tiny Kong. Sturm. Schwere Schwerkraft. Nochmal, Sturm. Ich will keinen Schwerkraft, ich will Sturmschutz. So, jetzt sollten wir kein Problem haben. Ich verstehe auch nicht, warum. Die zum Beispiel nicht alle Charaktere genommen haben. Also die hätten zum Beispiel viel mehr Charaktere einbauen, also Kämpfer einbauen können, finde ich. Ne? Da hätten sie diese Geschichte mit den Geistern uns auch ein bisschen sparen können, Nintendo. Aber wirklich diese ganzen Kämpfer, wie zum Beispiel Tiny Kong oder... Okay, dann hätten die auch wahrscheinlich einen Kader von über 4000 Kämpfern. Und jetzt bin ich im Süden. Nun? Eine Schickmaske. Cool.
nachdem ich siege, dann geht er. Okay, der Mii-Kämpfer ist der Hauptkämpfer, den wir besiegen müssen. Und Nebel. Und noch Helfer-Kids. Okay, Horror-Kids. Kein Problem. Guck mal, den kann man auch noch hoch evolvieren. Irgendwie habe ich jetzt mal Lust, das da einfach mit ihm einfach da mal so reinzustecken. Und es passiert da schon wieder nichts. Geister? Nein, nicht Geister. Aktivitäten. Hab da jetzt irgendwelche Geister reingestellt, wie ihr seht. Ja, komm, nimm mit. Nimm mit. Dich auch. Wunderli kann er noch gerne rumtanzen. So, gucken wir uns mal die Evolvierbahn an, die wir haben. Ich weiß, das ist ein bisschen langsamer im Trainieren. Horror Kid auch. So. Jetzt können die da so ein bisschen, ne? Die Level kriegen wir auch noch hoch. Und da ist Rex. Hat er sich wahrscheinlich wohl verlaufen. Feuerboden. Guck mal, tauschen wir einfach dich gegen dich aus. Kein Problem. Bereit? Los! Und Lucina gleich mit, ey. Wieso ist Lucina immer dabei? Ich verstehe das nicht. Das ist Ausdauer-Smash, okay. Verstehe. Habe ich jetzt nicht ernsthaft nicht drauf geachtet. Aber wir haben jetzt Rex. Das ist schon mal sehr gut. Oder löblich. Vorteilhaft. Jetzt sind wir wieder hier. Man sieht doch, dass hier ein Weg hochgeht. Komm, Celebi, du musst jetzt dran glauben. Tut mir leid. Pollenallergie und Nebel. Und nur noch gegen einen Mewtwo. Das ist aber ein bisschen kleiner ist. Also ich bin auf der Stage. Alter, das kann so, der kann so weit springen, Mewtwo. Das war knapp. Ein Kirby mit der Blume auf dem Kopf sieht irgendwie richtig geil aus. Es hat so was Knuffiges. Gut. Haben wir es. So, was willst du mir jetzt sagen? Ost, Süd, dann Süd. Also, Ost, Süd.
kommen. Lass dich hier nicht so feiern. Ich dachte schon, ich hätte jetzt... Oh gut, wir haben Meister L. Wasserabwehr. Ach, guck mal an. Hier können wir runter. Gehen wir mal durch. Nord, West, Nord. Und dann steht's nach Norden. Hoch. Links, hoch. Dann immer nur nach Norden. Die Frage ist nur, meint er jetzt das andere Norden? Yeah. Hoffen wir mal, dass wir jetzt richtig gegangen sind. Gesagt, Nord, West, Nord. Bist du der Nächste? Nein. Nochmal. Nord, West, Nord und dann nur nach Norden. Hier. So. Scheint das nicht richtig. War auch nicht richtig. Dann kann es ja nur nach links sein. Ach. Okay. Na komm, Salia. Das war eine Zwiebelkrabbe. Ja.
Oh, haben wir Salia endlich befreit. Hoffentlich können wir jetzt endlich die anderen Wege gehen. Ist hier noch eine Abkürzung? Nein, da müssen wir nochmal durch diesen See da tauchen. Aber jetzt kommen wir hier rechts lang. Nee. Da lang. Das ist der junge Link. Holen wir uns den mal. Der hat schließlich darauf gewartet, erlöst zu werden. Bereit? Los! So, jetzt haben wir auch den jungen Link. Und eine Unmenge an Asche bekommen. Guck mal, jetzt können wir auch endlich zu diesem Schwert hin. Ich weiß aber, dass da oben auch noch einer ist. Und die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da hin? Da gibt es bestimmt hier auch irgendwo so einen kleinen Geheimgang. Hier oder so. Da müssen wir einfach mal hier irgendwo so mal so stehen bleiben und gucken, ob es irgendwo... Ich glaube, den Kampf können wir uns noch schenken. Wir rennen jetzt einfach mal mit Schnurstracks so schnell wie wir können. Nein, zum Schwert hin. Das ist Cloud. Cloud. Warum steht der beim Bannschwert? Wie es auf Deutsch heißt. Den Move hast du dir von Kirby geklaut. Kein Problem für Kirby. Aber ich gerne mal Kirby mit Cloud-Frisur gesehen hätte. So, komm, holen wir uns das Schwert. Ach. Sieh einer mal an. Das macht es. Gut, dann kommen wir ja jetzt ja oben in den Norden. Haben wir hier irgendwo noch was? Gucken wir uns erstmal diese Karte an hier. Da ist auf jeden Fall was. Da ist noch eine komische Eule und da ist auch noch wer. So von der Optik her würde ich sagen. Da das so eine Gerudo-Stadt hier ist, würde ich sagen, dass das da Ganondorf ist. Und nun so eine kleine vage Vermutung. Ne? So sahen ja diese Gerudo-Städte aus. Wenn man sich zum Beispiel an Breath of the Wild oder so oder Ocarina of Time erinnert. Da war das ja so der Fall.
So, aber den haben wir jetzt auch erstmal weggezogen. Den guten Rob. Dann können wir jetzt ja weitermachen. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich machen wir hier eine kleine Rast. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch oder ein Abo. Und schaut in die nächste Folge mit rein. Bis denn.